Freunde, wir haben die 55.000 Abos erreicht. Ein großes Dankeschön an alle, die mich schon abonniert haben. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne hier abonnieren, Freunde. Einfach auf Abonnieren drücken. Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt ihr gerne noch auf die Glocke. Und viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wer AANDREYT im Shop nicht eingibt, tritt auf Legostein. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir endlich mal wieder. Hallo, würdest du eher... Hallo, und diesmal mit zwei Leuten dabei, weil Kidmaf lange mitmachen wollte. Ja, okay, Freunde, wie ihr gehört habt, ist Kidmaf dabei, wir wissen Hallo, es. Hallo, ich bin Kidmaf. Das sieht man schon am Skin, du brauchst nicht mal reden. Und vor allem das Ding ist, der schaut den Falschen an, Digga. Du schaust mich an und sagst, hallo, ich bin Kidmaf. Hab ich auch nicht gecheckt. Oh mein Gott, die Aufnahme, Freunde. Darf ich jetzt auch Hallo und hier anmoderieren? Oder Mann, irgendwas stinkt hier, ich glaube, okay. Das ist dein Mund. Warte. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt. Sollst du übersetzen? Hallo, ja, ich bin Kidmaf. Übersetz mal. Das ist Hallo, ich bin Kidmaf. Ey, haut euch nicht, wir haben nur drei Leben, ne? Wir wollen nicht neu starten. Okay, let's go. Map gebaut von meinem Bauteam, Freunde, CNS Callisto. Grüße gehen raus, danke für die Map. Und die Map ist so aufgebaut, Freunde, die fängt langsam an mit den Platten so auf Standard und dann wird es immer geiler. Also bleibt gerne dran. Und am Schluss gibt es natürlich auch Fight. Deswegen, gerne Was dran schaust bis du zum Schluss. Filme oder Serien. Warte, bevor wir anfangen, der Callisto hat seine Community gefragt, was sie lieber machen würden, damit das ein bisschen nicht unsere Meinung ist, sondern von denen. Weißt du, also wir müssen eher raten, was die lieber sehen. Okay. Nur mal von Anfang an, damit so wissen. Was schaust du lieber, Filme oder Serien? Serien. Filme. Schwierig, ich sag Serien. Serien, Digga, Filme dauern einfach zu lange, Odoman, das ist das Ding. Mann, du musst das doch wissen als YouTuber, Digga. 10 Minuten Video, damit das nicht zu lange dauert. Ja, aber... Andere, deine Waffe. Oh. Ey. Hallo, hallo. Okay, bitte droppen Sie die Waffe hin. Entschuldigung. Du hast keine bekommen. Okay, Odoman, lies vor. Nur noch Fleisch oder nur noch Obst und Gemüse. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin ein Zombie, Digga, hallo. Aber ohne Witz, Freunde. Wie solltet das überlegen? Weil wenn man nur noch Fleisch isst, dann stirbt man in 10 Jahren. 100%. Aber das Ding ist, André, wenn du Obst und Gemüse isst, dann bist du... Dann bist du gesund. Dann bist du Digga. Gesund, Was seid ihr für Menschen? Hä? Digga, die labern Scheiße. Mann, ich hätte gerne die neue Waffe bekommen, die war cool. Digga, die war echt cool. Okay, Digga. iPhone oder Samsung? iPhone. Früher ich Samsung, auch ein iPhone. Digga, mittlerweile habe ich iPhone. Viel geiler. Ja, wegen abgehoben. Ja, Digga, wir dürfen nicht selber so unsere Meinung, sondern Samsung ist einfach weiter verbreitet, weil es auch einfach billiger ist und eigentlich Preis-Leistung auch besser ist, Freunde. Das ist easy. Wie kommst du lieber... Wie kommst du lieber in den Urlaub? Achso, Schiff oder Flugzeug? Ich sag euch ehrlich, ich sag kurz Real-Life-Story. Okay. Ich und Kidmaf sind in den Urlaub geflogen und mit Stoiko, ne? wir sind nach Ägypten geflogen. Kidmaf und ich mussten Händchen halten, weil ich miese Flugzeugangst hab, Digga. Okay, deswegen sag ich Schiff. Ich hasse das Meer. Ohne Witz. Das Schlimmste, was man mir antun kann, mich vom Boot ins Meer reinschmeißen. Ich würde instant sterben. Ich habe irgendwie so eine Phobie vom Wasser oder so, weil ich nicht sehen kann, was unter mir ist. Ich hab davor auch Angst, aber mehr Angst. Also wenn das Schiff sinkt oder Flugzeug abstürzt, ich würde lieber abstürzen. Ohne Witz. Nee, ja, ich auch. Okay, lass Flugzeug nehmen. Komm. Flugzeug. Ja, Digga. Oh, was? Mann. Oh. Warte mal, Odoman, du hast immer noch keine Waffe, oder? Wieso spawnt keine Waffe? Okay, jetzt. So, ja, alles Freunde. Klar, die kriegen Waffen des Untergangs. Kidmaf, lies vor. Es ist Samstagabend, was machst du lieber? Netflix, ich hab gesehen, wie Kidmaf schon reinlaufen wollte. Er hat das schon in seinem Kopf durchgelesen und hat so Scheiß auf euch, ich gehe einfach vor. Aber wie machen wir das jetzt? Machen wir das, was wir meinen? Was die Community meint. Aber wir müssen natürlich, wir können auch sagen, was wir wollen. Aber Odoman, ich glaube, dann hast du bis Ende keine Waffe. Also musst du lieber machen, was die Community sagt. Ich gebe Party. Ich mache mal das, was ich mache. Ich sag also, Netflix. Also ich Netflix. Sag, also es wird die Community auch sagen, aber... Ja. Ich persönlich mach Party. Also ich mag auch Party, aber Freunde, ich würde sagen, wir haben schon gute Waffen, komm oder Mann, ich bin mal auf deiner Seite. Digga, ich mach Netflix. Aber 31% ist nicht schlecht. Jungs, ja? Machen wir dir, wenn ich jetzt schaffe, bis zum Ende ohne Waffe zu werden, so sie. Ja. Dann habe ich gewonnen. Instant erster Platz, okay. Dann bist du raus aus dem Fight, dann muss ich nur noch gegen Kidmaf kämpfen um zweiten Platz. Okay. Lieder. Lieber in einem Raum mit 100 Mücken oder mit 100 Pausen. Ungiftigen Spinnen. Wie dumm bin ich gerade? 100 Spinnen oder 100 ungiftige Mücken, Spinnen, Digga. Ja, 100 Mücken, also danach. Ich nehme Spinnen, aber weil hier keine Waffe sein wird. Nee, ich nehme Spinnen, Digga. Weil Spinnen, guck mal, Spinnen kannst du töten und dann sind sie weg, Digga. Aber so Mücken, Bruder, die stechen nicht die ganze Zeit und die fliegen hier du und kannst hier nichts dagegen machen, ne?
Ja, ich habe auch keine Angst vor Spinnen, Freunde. Und die sind ja auch noch ungiftig, also von Dinger, wen juckt's. Ja, eben. Und Mücken, egal was, auch wenn du Angst davor hast oder nicht, du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Ja, eben. Also, deswegen, let's go. Ja, tu let's es. Go. Tu es. Geh rein. Er sagt, ich wusste alles, let's go, und bleibt was im Tisch stehen. Wusste es, Digga. Oh mein was? Gott. Oh du Mann, das sieht gut aus für dich, muss ich sagen. Alter, das sieht echt gut aus, okay, für dich. Wohin würdest du eher auswandern? China oder Ägypten? Wohin würdest du eher auswandern? Ägypten oder China? Jungs. Also erzähl mal eure Ägypten-Story. Digga, ich sag dir so, wenn ich wirklich aussuchen würde, würde ich China nehmen. Echt? Ja. Ich glaube auch China. Ja, also ich mag diese chinesische Kultur und so. Ich feiere das mega. Aber ich glaube, selber im Land leben ist nicht so geil, wie man denkt. Ich würde lieber Japan wählen, Digga. Ohne Witz, als China. Also wenn ich als YouTuber dahin gehen könnte, okay. Aber selber da arbeiten und so, ich glaube, das ist krass. Weil die arbeiten ja 10 Stunden arbeiten am Tag, ist bei denen normal. Deswegen schwierig. Ägypten ist eher so entspannt, viel Sonne. Okay, also sagen wir mal, die Community würde eher China nehmen, glaube ich. Weil Ägypten ist eher so fremder und so. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und deswegen nehme ich Ägypten. Nein! Oh, du warst verkackt, Digga! Nein, du musst mitkämpfen mit einer Waffe, Digga. Warum gehen sie nach Ägypten, ihr Penner? Weiß ich nicht, Digga. Das weiß ich echt nicht. Lieber für immer unterkörperfrei oder oberkörperfrei? Okay, das ist einfach, Digga. Oberkörperfrei. Also ich würde Spaß. Warte? Ja? Warte. Ja? Lipr. Ja, das ist Dings. Lipr. Ja. Ja, was nimmst du, Mann? Nö, ich. Du hast jetzt schon verkackt. Ich will mein Schwanni zeigen, Digga. Hier, ja, siehst du? Da bist du 23% machen das auch, Digga. André. Oh, ich muss eine Waffe mitnehmen, stimmt. Ja, oh Mann, das sieht richtig schlecht aus für dich, wollte ich gerade mal so erwähnen. Ich weiß, Digga. Scheiße. Okay, Freunde. Ein Alien fragt dich, ob du mit auf seinen Planeten vorlesen? Kommst. Ja, aber mach das denn in so Geschichten-Story wie in deinen Videos, okay? Ein Alien fragt dich, ob du mit einem seinen Planeten kommst. Was? Ein Alien fragt dich, ob du mit ihm auf seinen Planeten kommst. Ich würde so mitgehen, Digga. Ich würde sowas von ablehnen, Digga. Ich würde safe mitgehen. Digga, warte, Jungs, nicht rein. Warte, okay. Kidnap, sag nicht, was passiert ist. Digga, Kidnap ist drin, Digga. Schon Sonde im Arsch, Digga. Safe, die wollen uns nur Sonden reinschieben. Ich komm mit. Ich wusste es. Das Ding ist, auch wenn du danach irgendwie festgenommen wirst und stirbst oder so, du weißt, es gibt Aliens, Digga. Das ist einfach geil. Ja, aber. Obwohl, du weißt es ja auch schon vorher. Ich wollte gerade sagen, eben. Ja, egal, ich habe eine Waffe bekommen. YOLO! Oh, trotzdem, Digga, dann weißt du mehr darüber. Und stell mal vor, der ist wirklich nett. Okay, jetzt kommt eine große Frage, Freunde. Gibt es die wahre Liebe? Glauben die Leute daran oder nicht? Also, ich sag dir so, ich glaube, das ist sogar die schwierigste Frage von dem Ganzen hier. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Vor allem, Jungs, ey, wenn ich Nein sage, dann denke ich, du bist am Arsch, du musst ja sagen. Ich muss ja sagen. Aber eigentlich muss ich und Andrea aus Prinzip auf Nein. Wir gehen auf Nein wegen. Ja, safe. Kaltes eiskalt, Herz und so eiskalt, Digga. Okay, ist nein. So, komm, lass rummachen. Komm. Es gibt die wahre Liebe, Freunde, aber nur unter Männern. Ja! Pommes! Also, ich würde sagen, die Community sagt Ladies aber. First. 80% voll die Schnulzen alle, ey. Okay, Freunde. Auf zum Kampf, Digga. Guck mal, was hast du so für Waffen? Gönn dir, Digga. Digga, willst du mal meine sehen? Gönn dir. Junge, wollt ihr meine sehen? Nö. Eigentlich nicht, aber kannst du gerne zeigen. Ey, warte mal. Kidmaf hat alle Fragen richtig beantwortet, oder nicht? Ja. Heftig. Tschüss. Nein, hat er nicht. Warte mal. Er hat aber 5 Waffen. Er hat sogar eine Frage mehr beantwortet. Ich hab 6 Waffen. 6 Waffen. Ja, hier liegt noch eine Pump, ne? Ja. Komm, oder man darf sie hier noch eine aussuchen, Digga, weil sonst ist es traurig. Ja, darf ich? Ja, komm. Okay, ich nehm den Sniper. Echt jetzt? Ja. Okay, selber schuld. Das ist Trick, Digga, Trick 17, glaub mir. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir in den Freund rein. Sucht euch einen Spawnpoint und dann sage ich 3, 2, 1 und dann gibt's auf Schnauzen. Okay, Digga. Boah, die Map ist riesig, Freunde, da haben die Sniper Boys aber einen Vorteil. Aber wir haben auch eine Deswegen, Digga, daran habe ich gedacht, ich habe die Map zwar nicht gekannt. Aber Odoman hat eine Nase dafür, mein Freund. Ja, Wie sieht's aus? Seid ihr auf dem Spawnpoint? Let's go, Digga. Kitsch Wars? Warte. Ich hab's gewusst. Der ist mal wieder nicht da. Hier bin ich, stopp! Geh weg von hier! Oh, jetzt geht das Tschüss. Los. Tschüss! Hau ab, Alter! Junge! Will der in mein Haus eindringen? Wie immer, ein Mörder auch immer. Einer geht in die Tür rein, wo schon einer drin ist. Digga, André, bin ich, hau ab! Ja? Okay, ready. Okay. Okay, seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Auf Ansage, Krieg. Auf Ansage, du kriegst von mir so einen Snipeshot. Ja, weil du weißt wahrscheinlich, wo ich bin. 100%. Auf Ansage.
Okay, er weiß nicht, wo ich bin. Das ist schon mal gut, Freunde. Jetzt sneaken wir uns hinten ran und hauen den auf Schnauzen. Der liebe Kate Marschwans ist ganz ruhig. Das ist immer gefährlich. Oh oh. Oh oh. Da kriegt. Oh, wer hat da einen Schuh? Achso, das seid ihr gar nicht. Oder? Warte mal, wer war das eben, den ich angeschossen habe? Das hat mich nur mal verwirrt. Echt jetzt? Warum schießt du nicht zurück? Ich wollte dich snipen, Digga. Achso. Ich denk mir so, okay, ich hab dich angeschossen, du schießt nicht zurück, du bist freundlich. Nein, Digga! Oder Mann, ich hab dir auf der anderen Seite den Map einen Headshot gegeben. Das war kann nicht sein, Lüge, Lüge. Ich weiß es gar nicht. Okay, Revanche, Bruder, Revanche. Nee, hey, das war aber nichts. Nein, aua, stopp! Alles klar. Alle gegen den vergammelten Odemann, Digga. Odemann hat die besten Waffen, er muss ausgeschaltet werden. Lüge! Oh, catch one. Oh, mach ich jetzt auseinander, Digga. Nein. Oh mein Gott. Ein Hit? Ja. Bitte, Odemann, hilf mir. Nein! Oh, ey, wie Ninja, so links-rechts-Combination, Mann. Okay, Freunde, wir haben nur noch ein Leben, das ist gefährlich. Odemann auch. Kidnapper 2, Odemann, wir müssen uns zusammentun. Okay, haben wir. Nice. Er stand da einfach so rum, so einer, auf den er wäre unbesiegbar, aber nicht. Er lässt mein letztes Leben. Ja, wir haben alle nur noch ein Leben, oder? Ja. Was mit Gammelmann Piqué? Wie viel Leben hat er noch? Ich bin am Gammel. Ich habe auch noch eins. Ah, Hilfe! Mörder! André, hör auf, André! Es tut mir leid, aber die sind leider raus, mein Lieber. Mann! Oder wie viel Leben hast du, sei mal ehrlich? Eins, Bruder, ich schwör. Nein, wie viel Leben? Also HP? 200. Ah, okay. Eigentlich ist Tradition, dass wir immer Spitzhackenduell machen, wenn du noch ein 1-1 ist. Echt? Ja. Ja, komm ran, Alter. Ja, willst du auf Schnauzen? Wo bist du, Alter? Aber ich mach das wie die Engländer. Man läuft aufeinander zu und haut sich dann. André, es tut mir leid, aber ich hab dir gesagt, ich muss dir einen Snipe-Hit geben. Es tut mir leid und jetzt muss ich deine Leiche teabaggen. Ich mach meine Facecam so grau und dann. They all say you fine, aber you're not fine und das mach ich dann rein. Beende ich einfach das Video. Okay. Wow. Aber ich mach nochmal so einen Unmod, Admod, falls Admod? Ich das vergesse. Admod. Let's go, lass eine Admod machen. Admod. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, checkt die Jungs in der Beschreibung, gib meinen Creator-Code ein und ich würde sagen, wenn es euch gefällt, lasst auch gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns morgen. Ciao! So hab ich dich genutzt, Digga, hä? Huh? Was ist das? Schummelt hast du. So hab ich dich genutzt, Digga. Schummelt hast du.